Hallo ihr Lieben, hier ist Lena aus dem Haus Lieben und ich zeige euch heute, wie ihr mit einem Kraut, was ihr eigentlich überall auf jeder Wiese finden könnt, ein ganz tolles Mittel gegen Husten und andere Erkältungskrankheiten herstellen könnt. Und zwar ist das Kraut, das Wunderkraut, heißt Spitzwegerich, das sieht so aus und wächst wirklich auf jeder Wiese. Man nennt es auch Pflaster des Wegesrands, weil, wenn ihr eine kleine Wunde habt, könnt ihr das auch einfach zwischen den Fingern zerreiben und auf die Wunde auftragen und dann heilt die Wunde schneller. Das ist die eine Möglichkeit. Die Knospen könnt ihr essen, die schmecken nach Pilzen, auch super lecker, könnt ihr in den Salat schnippeln und aus diesem Spitzwegerich, aus den Blättern, könnt ihr außerdem noch ein ganz, ganz tolles Mittel gegen Husten herstellen. Dafür sammelt ihr den Spitzwegerich, wascht ihn dann ab, weil ihr wisst ja nicht, wer sonst noch so auf der Wiese gesessen hat, schnippelt ihn klein und dann legt ihr ihn in flüssigen Honig ein. Dann wartet ihr ein, zwei Tage und dann könnt ihr ihn entweder durch ein Sieb drücken oder auch einfach mitsamt ein Stückchen in einen leckeren Tee geben. Und dann werdet ihr hoffentlich schneller gesund. Das ist nämlich ein wirklich tolles, natürliches Mittel gegen Husten. Ja, dann würde ich sagen, kommt gut durch die nächste Erkältungszeit. Und bis bald. Tschüss.